Hast du Lust? Sollen wir gleich ein Roggenbrötchen nehmen? Okay, weil dann würde ich dir nämlich einfach schon mal eins zurücklegen, ne? Bevor das hier irgendwie weggehamstert wird. Ne? Genau. Das ist eigentlich so eines der letzten Bilder, wo die Welt eben einfach noch wirklich sehr heile war. Die Herausforderung, damit umzugehen, war mehr als extrem, weil die Prognose der Ärzte war, dass er die nächsten 48 Stunden nicht überlebt. Wir haben die erste Woche tatsächlich geplant, wie wir seine Beerdigung erleben. Ich kann eigentlich noch bis heute sagen, wie sich seine Klangfarbe anhört. Der Jascha ist eigentlich das Gleiche, was wir alle auch essen. Es gibt morgens Brot oder Brötchen mit Wurst oder Käse. Und es gibt mittags das, was wir halt auch essen, zubereitet, im Mixer püriert. Und jetzt aus dem Brötchen Sonntenkost. Ein Viertel.